Die Nacht wächst wie eine schwarze Stadt, wo nach stummen Gesetzen sich Gassen mit Gassen vernetzen und sich Plätze fügen zu Plätzen und die bald an die tausend Türme hat. Aber die Häuser der schwarzen Stadt, du weißt nicht, wer darin siedelt. In ihrer Gärten schweigendem Glanz reihen sich weigende Träume zum Tanz. Und du weißt nicht, wer ihnen fiedelt. Und vergiss alles, was du bisher gehört hast, was man dir weismachen wollte. Die Wahrheit kommt jetzt. Namesis Halbwissen, in Stahl gegossen, in Granit gemeißelt, bedeutenden Büchern entnommen, gerissen aus dem Zusammenhang. Die Nacht wächst wie eine schwarze Stadt. Ist das dein Ernst? Der letzte Mist. Weißt du, dieses Klingeln in deinen Ohren, dieses Ich, das ist das Geräusch sterbender Gehörzellen. Das ist wie Schwanengesang. Wenn er weg ist, wirst du diese Frequenz nie wieder hören. Genieße es, solange es noch da ist. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Was wäre, wenn im nächsten Augenblick das alles hier, die ganze Nacht außer Kontrolle geriete, wenn die Vorhänge sich tatsächlich öffneten und uns einen Winter zeigten, den keiner je geahnt hat? Am besten, du hältst dich da raus. Schweigen würde sich ausbreiten, wie in den Tragödien aus alter Zeit, wenn der dem Untergang geweihte Protagonist die Bühne betritt, eingehüllt in den Mantel ansteckender Hiobsbotschaften. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Wenn du alle meine Dämonen tötest, sterben vielleicht auch meine Engel. Ich sage, wir rotten sie aus. Immer feste drauf, das ist meine Meinung dazu. Und kannst du mir sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, Hämorrhoiden anders zu behandeln als operativ? Klar, warum nicht? Lass dich nicht umbringen. Keine Tiere ringsum, abgesehen von einer Dreiergruppe Krähen, die auf dem Schutzwall hocken. Sie tauschen ein paar Krächzlaute aus, die wahrscheinlich dich zum Thema haben. Das ist eben so. Sie nehmen uns wahr. Gemeint sind die von anderen Sternen. Wie einen Ameisenhaufen. Und wir können nur hoffen, dass sie nicht hineintreten. Vielleicht steckt sie einen Ast neugierig in den Ameisenhaufen. Erstmal was rauchen. Das ganze verrätselte Zeug. Soll ich da jetzt etwa dahinter steigen? Schaffe ich sowieso nicht. Und die anderen ja auch nicht. Vielleicht sind es auch gar keine Rätsel.
Aber was dann? Ich versuche gerade zu denken. Wir sollten lieber trinken, statt zu reden. Das Leben, wie man es immer lobt und preist und plant, verläuft in geordneten Bahnen. Gut aussehende Menschen treffen sich, zeugen gut aussehende Kinder, machen Karriere, bleiben schön und gesund. Und mit 95 sterben sie im Schlaf, während die Enkel ums Bett herumstehen. Man hängt sich extrem rein in diese Lebensplanung. Und zum Teil entgleist das Leben dann auf einmal ganz bizarr. Wir können später noch reden. Sei immer wachsam. Was ist denn? Geh jetzt besser. Ich will keinen Ärger haben. Ich brauch Schlaf.